So, und jetzt baue ich hier einfach mal... Zacks. Jetzt baue ich hier einfach mal eine Wand aus Kobbel hin und gucke mal, wie das dann wirkt. Und die müsste dann theoretisch Eingänge haben. Ich weiß noch nicht. Das wird sehr klein. Ich glaube, da kommen wir sehr schnell an unsere Grenzen. Es kann aber auch sein, dass wir noch einen Block nach vorne gehen, weil ich glaube, der Raum hier ist doch sehr großzügig gehalten. Der Mittelgang. Ich schaue mir das gleich mal an. Moment, dann können wir mal gemeinsam gucken. So, hier dicht. Das sieht einfach zu großzügig aus, oder? So für arme Leute. Andererseits sieht es auch ein bisschen aus wie ein Knast. Kann man eigentlich so lassen. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir hier nach rechts nicht sonderlich viel Spielraum haben. Und wenn ich das jetzt beides einen nach innen ziehe, dann wird das, glaube ich, zu eng. So, angenommen, ich mache dann hier zum Beispiel so ein... Ne, so ein bisschen wie beim Hafen. Dass wir dann hier einfach so eine... Ja, mehr oder weniger so eine Knastzelle haben. Für die Arbeiter. So, das ist hier Räumchen... Wand, Räumchen, Wand. Ne, Räumchen, Wand. Und dann passt es ja genau dahin. So, dann machen wir hier quasi kleine Arbeiterlager draus. Das ist ja immer wieder gern gesehen. Gerade bei uns Deutschen. Wir freuen uns da ja so ein bisschen. Wir haben ja so eine kleine Passion aus der Vergangenheit noch. Und dann sind hier einfach die unterbezahlten Arbeitskräfte. Das ist ja eine Passion, die wir wiederum bis heute noch, der wir bis heute noch frönen. So, wieso bin ich da jetzt zwei reingegangen? Das weiß ich gar nicht. Hätte man gleich zu Anfang machen können, dann stellen wir hier eine Blume hin. Die passt ja auch so gut hier rein. Oh oh. Ich habe das Gefühl, hier hinter... Oh. Naja, Zimmer mit Aussicht, ne? Was willst du mehr? Das ist, großzügig. Hier möchte man doch gerne... Und wir haben auch keine Möglichkeit, das... Wir hätten eine Möglichkeit, das nach hinten auszubauen. Aber ich glaube nicht, dass das so geil wäre. Hm, schauen wir mal. Na gut, dann würde ich sagen, wir reißen hier mal ein bisschen den Boden raus. Und auch hier wohnt man natürlich nicht sehr schön. Den Boden hier muss ich auch noch rausreißen überall. Da muss ich auch direkt mal husten gerade. So, habe ich einfach mal heimlich gemacht. Ich hoffe, dass man... Wegen der Musik nicht gehört, aber wahrscheinlich schon. Hab mich extra vom Mikro weggedreht. Diesmal, wow, dunkel. Okay, das haben wir jetzt. Dann schaue ich mal. Huch. Das sende ich hier alles zu. Das mache ich alles dicht. Huch. Ach ja, ach wie schön das Leben doch sein kann. Wenn man Spaß hat, wenn man Arbeiterlager baut, dann sind alle glücklich und zufrieden. Die Arbeiter haben Arbeit, aber kein Geld, um das sie sich sorgen müssten. Das, die Sorgen des Geldes überlassen sie lieber den Wohlhabenden, die dafür aber nicht arbeiten müssen. So ist alles fair aufgeteilt. Oh Gott. So, lasse ich das so? Hier muss ja eh... La. Hier kommt dann eine Wand rein natürlich. Soll sich ja niemand beim Mieterschutzbund beschweren. Und da oben müsste ich dann... Ich hoffe, da kommen wir nicht in den Wald. Nö, das ist gut.
Flop, flop, flop. Und dann hauen wir da, warte mal, da mache ich, glaube ich. Ja, keine Ahnung, wonach das jetzt aussehen soll. Und hier mache ich jetzt mal spaßeshalber mal gucken, wie das aussieht. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bin ich noch nicht so sicher, ob ich das so lassen möchte. Das sieht aus wie so ein schwärender Eiterpickel, der ins Zimmer ragt. Das muss ja so nicht sein. Aber ich habe natürlich die Behutsamkeitsspitzhacke nicht mit. Deswegen muss ich die da erstmal lassen. So. Die Rückwand wird natürlich auch noch zugekoppelt. Und dann, immer wenn ich sowas baue, habe ich immer Bock, irgendwo einen Geheimgang einzubauen, der einen wieder in irgendein Areal führt, mit dem man nicht so gerechnet hätte. So, na, wir halten uns ja ganz schön lange auf dafür, dass das hier irgendwelche Luschi-Kackgebäude sind. Oh, jetzt habe ich aus Versehen zu tief gebaut. Naja, ist egal, dann kriegt der hier, hat ein Luxuszimmer, das ist der Vorarbeiter. Der hat hier noch, der hat hier sein Schlafgemach und dann hat er hier quasi noch... Ah, ist auch eine gute Idee, da habe ich glaube ich gerade... Das geht so nicht. Wollte ich gerade was machen, aber das, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das hatte. Ich habe dann teilweise auch Toiletten gebaut und sowas. Kann ich ja mal kurz aus der Let's Show Welt erzählen. Da habe ich dann teilweise, da habe ich dann auch so eine, also habe ich auch so eine Lager gehabt teilweise. Und die haben dann wiederum aber Toiletten. Ich habe es einfach furchtbar übertrieben mit allem da. Da kommen versteckt Bücher rein, oder? Das ist gut, weil die dürfen ja nicht lesen hier, aber da ist ein Bücherversteck. Oder da auch, da? Vielleicht dürfen die ja lesen, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich da dann Toiletten gebaut und dann kannst du auch in die Toiletten reinspringen und kommst in eine riesige Kanalisation. Und die Kanalisation verbindet tatsächlich die Toiletten der Stadt mit ein paar Dungeons und so weiter und so fort. Das ist völlig übertrieben. Ja, ich habe mich da vielleicht ein bisschen übernommen. Eigentlich geht das mit dem Licht schon, ne? Ist jetzt nicht das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Wie ist denn das, wenn ich mir jetzt noch weitere Steintreppen hole? Warte mal, ich will mal was probieren gerade. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Döppi! Okay, habe ich gerade nicht da. Die bastle ich mir dann mal eben. So, zack, zack, zack. Und dann hole ich mir hier nochmal ein paar Cobbles. Kaum zu glauben, dass wir die Cobbles endlich mal loswerden. So, die Zäune lasse ich erstmal hier. Und dann schaue ich mal hier, wer noch irgendwie... Irgendwie fehlt hier noch irgendwas. Ich weiß nicht genau, was... Wieso trage ich die eigentlich mit mir rum? Die kann ich jetzt... Ja, hat so ein bisschen was von Schiebetüren, ne? Kann man eigentlich so lassen, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann würde das auch diese Nische hier erklären und dann bauen wir da hinten einfach noch einen weiter rein. So. Juhu. Zack, 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 zack. Und dann können wir hier auch so eine komischen... Halt. Komisch. So, sieht tatsächlich aus wie so Schiebetüren oder Knastzellen oder sowas. Und das sieht dann schon ein bisschen besser aus.
So, und eine Sache wollte ich noch probieren hier mit den Lampen quasi. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Oh, jetzt habe ich einen überflüssigen. Ich habe mehrere überflüssige, naja, egal. Weggesenzt. So, und hier in die Mitte setze ich dann einfach ganz normale Slabs. Ich weiß nicht, wie es am Ende aussieht. Aber eigentlich ganz cool. Ja, für eine Lampe ist das ganz geil. Nur da hinten, das gefällt mir irgendwie nicht mit den Nischen, aber da müsste man vielleicht wirklich Bücher draufstellen. Oder irgendwas anderes? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht mache ich da dann Bücher hin. So einen geheimen Büchervorrat oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ich habe ja eh gerade keine dabei. So. Und wir machen die Räume dann vielleicht auch wieder individuell. Allerdings müssen die alle von der Höhe her gleich sein. So, zack. Zack. Wie habe ich das da gemacht? Das ist einfach so ein Slabbity-Slab. Wobei das eigentlich mit einer Treppe schöner wäre, ne? Treppe, 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 Treppe. So, dann geht die Treppe nämlich noch so ein bisschen rein, dann sieht das so ein bisschen übergangsmäßig flüssiger aus. So, dann haben wir hier so kleine Räumchen und im Hintergrund die Ultima-Musik. Ich freue mich. Ach, ich mag das Lied. Ich weiß nicht warum. Habe ich mir früher bei Ultima 5 habe ich das erste Mal gehört. Da war ich auch noch so ein ganz kleiner Steppke quasi. Habe ich mir von meinem Taschen. Nee, habe ich mir zuerst mal geliehen damals. Oh, das habe ich mir geliehen. Ach du Scheiße. Ich weiß auch gerade, fällt mir ein, bei wem ich das. Ach du, ja, das fällt mir gerade ein. Jedenfalls, ich habe das Spiel so gesuchtet, Ultima 5. Und als das Lied kam, das habe ich einfach die ganze Zeit an der Stelle. Ich weiß leider nicht mehr, wo es war, aber ich habe an der Stelle einfach die ganze Zeit den Rechner angelassen. Das war damals noch ein PC-Speaker. Und hab das einfach durchlaufen lassen. Also ohne Ende. Und das auf PC-Speaker. Und wer das kennt, PC-Speaker heißt Fiep, Fiep, Fab, Fiep, Fop, Fab. Ich glaube, den Raum mache ich ein bisschen weiter nach hinten rein. So, pass mal ob, das mache ich mal so. So, hier kommt dann natürlich wieder die Lampe hin. Die mache ich jetzt, glaube ich, überall rein. Das können wir eigentlich bringen mit den Stufen. So. So, dann die Slabs, die packe ich mal dahin. So. Dann haben wir in jeder Lampe, in jeder Lampe einen Raum. Dann haben wir in jedem Raum so eine Lampe drin. Aber die Räume sind trotzdem ein bisschen individuell gestaltet, indem hier zum Beispiel die Pofnische hier hinten drin ist. Und die können wir ja so mit nacktem Fels lassen zum Beispiel oder so. Hm, oder? Doch, die lasse ich mal mit nacktem Fels. Das sieht so ein bisschen individuell aus und ein bisschen auch wie eine Pritsche. So. Das Einzige, was ich jetzt nicht bauen kann, sind natürlich Betten, weil wir keine Wolle da haben. Das heißt, dann bauen wir hier nochmal zack, zack.